Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Hammer des Donnergottes. Dieser ist auch unter dem Namen Mjölnir bekannt. Mögliche Bedeutungen dieses Namens sind unter anderem Malmer, Blitz oder glänzende Blitzwaffe, allerdings sind diese Bedeutungen umstritten. Hierbei handelt es sich um den magischen Kriegshammer des Donnergottes Thor, der auch unter der Donnerer bekannt ist. Er ist unter anderem der Schutzgott der Seefahrer, zudem noch Beschützer der Menschenwelt Midgard. In der Snorra-Edda wird berichtet, dass die beiden Zwerge Sinri und Brok den Hammer geschmiedet haben sollen. Wie es sich für die Waffe eines Gottes geziemt, hat dieser natürlich auch Superkräfte. So verfehlt man niemals das anvisierte Ziel und der Hammer fliegt immer zum Werfer zurück. In einem Lied aus der älteren Edda wird davon berichtet, dass der Riese Trim, was so viel wie Lärm bedeutet, den Hammer entwendet haben soll. Allerdings hat er da die Rechnung ohne Tor gemacht. Der Riese soll den Hammer entwendet haben, da er sich die Göttin Freya zur Braut wünschte. Aber so eine selbstbestimmte Göttin würde so etwas natürlich niemals zulassen. Sie ist quasi die Braut, die sich nicht traut. So wird eine Finte erdacht und Thor und sein Bruder Loki machen sich als Braut und Brautjungfer verkleidet auf in das Reich des Riesen. Fast wäre die Operation Hammer aufgeflogen, weil Thor alles verschlingt, was man ihm auf den Teller legt. Dies verhindert sein Bruder Loki nur, indem er in Geistesgegenwart darauf hinweist, dass die Braut so einen großen Hunger hat, da sie die ganze Zeit fastete. Als dann der Braut zur Zeichen der Segnung, wie es alte Sitte ist, den Hammer in den Schoß gelegt wird, gibt Thor seine Verkleidung auf und erschlägt den Riesen und seine Gefolgschaft. Danach kehren Loki und Thor als Sieger wieder nach Asgard zurück. In einem zur Edda zählenden Lied wird zudem der Mythos von Thors Fischzug berichtet. Darin heißt es, dass Thor mit dem Riesen Hymir hinausruderte, um dessen Speisekammer wieder aufzufüllen, da Thors riesiger Appetit diese vorzeitig leerte. Da Thor große Fische fangen wollte, benutzte er als Köder natürlich einen Stierkopf, den er vor dem Arm Tiere vom Leib gerissen hatte. Schließlich biss die Midgard-Schlange an und es gelang Thor, diese aus dem Wasser zu ziehen. Als Thor schließlich dazu ansetzt, der Schlange mit dem Hammer den finalen Hieb zu versetzen, geriet der Riese Hymir aufgrund der Größe der Schlange in Panik, kappt die Leine und ermöglicht der Schlange somit die Flucht. Vor lauter Wut schleudert Thor der Schlange den Hammer nach, es bleibt allerdings unklar, ob es Thor möglich war, die Schlange zu töten. Hiernach sollen der Riese und Thor gemeinsam wieder ans Land zurückgekehrt sein. Nach einer anderen Version der Erzählung soll Thor vor lauter Wut den Riesen getötet haben. Thor und die Schlange werden sich noch zweimal begegnen. In Utgard trifft Thor dann erneut auf die Riesenschlange. Diese wurde allerdings von einem Riesenkönig verzaubert, so dass sie wie eine riesige Katze aussieht. In einem Wettstreit dann wird Thor die Aufgabe gestellt, die Katze zu heben, um seine Stärke zu beweisen. Thor gelingt es nicht vollständig, diese monströse Kreatur zu heben, allerdings so weit, dass die Beine den Boden verlassen. Als der Riesenkönig dann das Trugbild aufhebt, ist er von der Stärke Thors beeindruckt. Das letzte Mal soll Thor beim Weltenbrand Ragnarök auf die Schlange getroffen sein, als diese den Ozean verlässt, um den Himmel zu vergiften. Thor gelingt es hierbei, die Schlange mit seinem Hammer zu erschlagen, allerdings wird er bei dieser Aktion von der Schlange gebissen und erliegt später ihrem Gift. So viel also zum Hammer des Thor. Da bleibt einem quasi nur zu sagen, wie gewonnen, so zerronnen. Mich würde mal interessieren, was würdet ihr mit so einem magischen Hammer machen? Also ich denke, ich weiß, wem ich eine vor die Mappe kloppen würde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen, auf welchem Weg auch immer. Bis zum nächsten Mal.